Das heißt tatsächlich, was wir uns anschauen werden, das ist auch so das Modell, was Sie dann simulieren und auch umsetzen werden. Wir werden diesen Tiefsatzsteller haben mit einem Treiber und wir werden dann hier eine Ausgangsspannungsmessung haben, einen Regelverstärker, kommen wir nachher gleich nochmal kurz dazu, einen PWM-Komparator. Und wenn Sie das jetzt, dieses System, systematisch regeln wollen, dann müssen wir eigentlich die Parameter von diesem Regelverstärker bestimmen. Das heißt, die Kapazitätswerte, Widerstandswerte letztlich. Und dann können wir das in SPICE machen. Das heißt, Sie können dieses gesamte Modell dann letztlich in SPICE reinhauen. Hier auf der einen Seite dieses Mittelwertmodell, dann den Spannungsteiler zur Spannungsmessung, dann, so wie wir es kennen, die OP-Schaltung. Und hier habe ich jetzt nochmal einen Spannungsteiler drin. Das ist eine Besonderheit. Diesen Spannungsteiler brauche ich, weil in meinem regelungstechnischen Gesamtsystem noch der PWM-Modulator drin ist. Das heißt, tatsächlich haben wir gesehen, der PWM-Modulator wird zu einem Proportionalelement mit einer Proportionalverstärkung 1 durch UR Max, wenn UR Max dieser Scheitelwert des Dreiecksignals war. Und um das sozusagen einzustellen, muss ich jetzt hier sozusagen diesen Proportionalitätsverstärkungsfaktor hier reinmachen. Hier einen Spannungsteiler, der wäre an der Stelle 1/2 letztlich. Das heißt, Sie hätten dann an der Stelle ein sägezahnförmiges Signal mit UR gleich 2 Volt. Und so bringe ich das rein, dass ich dort sozusagen dieses Proportionalelement drin habe. Müssen Sie halt wissen, wie groß die Amplitude ist. Also das, bei Ihrer Schaltung bestimmen Sie das ein bisschen. Und dann müssen wir hier an der Stelle entsprechend ein Proportionalelement einführen in unsere Simulation. Und wenn Sie das dann machen, dann können Sie tatsächlich die Regelparameter bestimmen und Sie könnten hier an der Stelle zum Beispiel dieses Bode-Diagramm des offenen Regelkreises ermitteln, das ist nicht genau das, was diese Schaltung letztlich simuliert, könnten ablesen, Amplitudenreserve, Phasenreserve, Durchtrittsfrequenz, das auslegen und dann mit dieser Methode systematischen Regler auslegen, wie wir das in der Regelungstechnik geübt haben. Und tatsächlich, ich habe das mit dem Board, das Sie im Praktikum machen werden, an der Stelle mal verglichen, die Regelauslegung. Das heißt, ich habe dort mal an der Stelle diese Sprungantworten zum Beispiel von 0,4 auf 0,5 Tastverhältnis mal simuliert und das dann auch mal nachgemessen mit dem Oszilloskop. Und wenn man das nachmisst, können Sie vergleichen, im Skript werden Sie sehen, tatsächlich, das wird eine sehr, sehr gute Übereinstimmung sein. Das heißt, hier kommt der Sprung, hier unten, das ist der Referenzsprung. Sehen wir hier diese Sprungantwort, die beginnt bei 5 Volt im stationären Zustand, ist jetzt hier schwer zu sehen, werden Sie auf, ich glaube, 6, nee, beginnt bei 4 Volt und endet bei 5 Volt, von 0,4 auf 0,5 das Tastverhältnis erhöht, bei einer Eingangsspannung von, glaube ich, 10 Volt. Sie kriegen dann hier eine Schwingungsdauer von ein paar hundert Mikrosekunden. Und wenn Sie die Werte mal miteinander vergleichen von der Simulation und dem, was dann tatsächlich rauskommt, werden Sie sehen, das Überschwingen ist fast ähnlich. Das heißt, hier geht es bis 5,7 Volt oder so. In der Simulation geht es vielleicht knapp unter 6 Volt, 5,8 Volt. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Modellierung in der Regelungstechnik, wenn ich so ein gutes Modell habe. Und der Rest wäre dann drehen ein bisschen an den Parametern, um das Verhalten besser zu kriegen. Und so kann man mit relativ wenig Aufwand in Anführungszeichen systematisch für dieses nicht-lineare System, DC-DC-Wandler, ein Regler letztlich auslegen. Und das werden wir im Praktikum machen. Also das wird das große Ziel sein, dass wir das so umsetzen. Einmal komplett so eine DC-DC-Wandler-Schaltung durchgehen, die Modellbildung machen, einen zweiten Praktikumsversuch in LT-SPICE, im dritten dann an der Stelle einen Hysterese-Regler machen, und danach eine analoge Regelung. Und dann wollen wir das Ganze auch noch digitalisieren, einen digitalen Regler auf Basis des analogen Reglers umsetzen. Und dann haben wir alles abgedeckt. Von Elektronik, Mikrocontrollertechnik, Leistungselektronik bis hin zur Regelungstechnik und mal ein komplettes System geregelt. Gut. Jetzt gibt es eine Einschränkung. Das, was wir gemacht haben, ist sowas Ähnliches, das gibt es in der Literatur wie das sogenannte PWM-Switch-Modell. Ich habe auch bewusst nicht ganz das PWM-Switch-Modell benutzt, weil dieses PWM-Switch-Modell einzusetzen für zum Beispiel 4-Quadrantensteller oder andere DC-DC-Wandler kann manchmal ein bisschen tricky sein. Es geht, es ist aber nicht direkt so ersichtlich.
Deswegen, beim 4-Quadranten-Steller bräuchten Sie halt zwei von diesen Modellen als letztes. Sie mussten die richtig verdrahten. Tatsächlich ist aber die Vorgehensweise eigentlich die gleiche. Mein Tipp ist, wenn Sie simulieren, benutzen Sie das PWM-Switch-Modell. Und jetzt muss man aufpassen, das, was ich Ihnen gezeigt habe, gilt nur für den Betrieb mit kontinuierlichem Drosselstrom. Kontinuierlichem Strom in der Induktivität. Das war die Voraussetzung. Nur dann gelten unsere gemittelten Gleichungen. Wenn man das nicht hat, dass man zum Beispiel diskontinuierlichen Betriebsmodus hat, braucht man ein Modell, das das auch abdeckt. Da ändert sich auch die dynamische Charakteristik. Und jetzt der Vorteil dieses PWM-Switch-Modell. Ursprünglich ist es mal entwickelt worden in den 90er Jahren. Das ist eigentlich genau dieselbe Vorgehensweise. Es gibt aber eine Erweiterung von Christoph Basso. Der hat das benutzt, um ein Modell zu machen, ein PWM-Switch-Modell, was automatisch CCM- und DCM-Modus kann. Das heißt, Sie können das runterladen auf seiner Website, in LTSpice reinpacken und dieses Modell erlaubt es Ihnen dann, DC-DC-Wandler zu simulieren, auch für den Fall, dass die DCM-Modus haben. Achtung, da versagen die Modelle, die ich Ihnen gezeigt habe. Das heißt, mein Mittelwertmodell funktioniert nicht für DCM-Modus. Da müsste man ein anderes nehmen. Und tatsächlich, es gibt eins, das es automatisch kann. Man muss dazu aber wissen, das Modell ist dann abhängig von der Schaltfrequenz und von dem Induktivitätswert. Das heißt, den müssen Sie mit angeben, den brauchen Sie für die Mittelwertbildung. Kann man runterladen auf der Website, kriegen Sie dann dieses Modell. Und das können Sie dann benutzen zum Simulieren. Ich habe das mal hier in dem Vergleich dargestellt. Das deckt dann die Fälle ab, wenn Sie DCM-Modus und CCM-Modus haben. Hier zum Beispiel ist es so ein Startverhalten von einem Tiefsetzsteller. Das heißt, zunächst mal wird der Strom sehr stark ansteigen. Das ist Betriebsmodus mit kontinuierlichem Strom. Der wird niemals zu Null innerhalb einer Schaltperiode. Aber danach, hier geht der Strom auf Null runter. Und wenn Sie dort genau hingucken, wenn Sie sehen, tatsächlich im geschalteten Modell haben wir hier diskontinuierlichen Betriebsmodus in diesem Zustand. Wenn Sie da unser Modell nehmen, was wir abgeleitet haben, würden Sie sehen, das gibt so ein Unterschwingen in unserem gemittelten Modell. Und dann kriegen Sie eine andere Systemdynamik. Und dieses automatische Modell von diesem Christoph Basso, das erlaubt es, dass sozusagen Sie hier automatisch einen Übergang kriegen und dann auch für diese Mittelwerte hier das gleiche Verhalten kriegen. Das ist aber eigentlich nur schön, wenn Sie so Zeitbereichssimulationen haben, weil tatsächlich bei Kleinsignalanalysen nehmen Sie entweder das CCM- oder DCM-Modell, weil Sie dann erstmal linearisieren um einen Arbeitspunkt. Dann muss sich das Modell für einen Modus entscheiden und dann werden Sie sehen, das eine ist PT1, das andere ist PT2. Gut, so viel als Hinweis. Der Link ist angegeben. Das heißt, hier ist der Link angegeben, können Sie runterladen und dann gibt es ein kleines File mit Tipps, wie man das anwenden kann und dann kann man das bei den meisten DC-DC-Wandlern anwenden. Geht aber nur dann einfach, wenn Sie hier sozusagen nur einen DC-DC-Wandler haben mit einem Schalter und einer Diode. Sie werden schon sehen, wenn Sie da einen Hochsetzsteller oder einen Hochtiefsetsteller rausmachen, müssen Sie es ein bisschen verbiegen, die Anschlüsse, um das so reinzukriegen. Also die haben dann so leicht krumme Verbindungen, ist aber kein Problem, funktioniert genauso, funktioniert dann sehr gut. Es ist dasselbe Prinzip. Wir erfinden nicht alles neu, sondern wir machen mit dem weiter. Noch ein Hinweis, es gibt ein erweitertes Modell oder eine andere Systematik, um auch so Modelle zu ermitteln. Das ist die sogenannte State Space Averaging. Werde ich nicht durchführen in dieser Vorlesung. Falls Sie wollen, nehme ich Ihnen ein Video auf, um das nochmal zu erklären, oder Sie können es im Skript durchlesen. Das ist eine sehr formale Methode, die die Zustandsraumdarstellung linearer Systeme benutzt und dann diese Zustandsraumdarstellung mittelt. Die hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn Sie analytische Übertragungsfunktionen rauskriegen wollen und das System in MATLAB reinhauen wollen, geht das viel schneller als diese Mittelwertmodellierung. Der Nachteil ist, wenn Sie es im Schaltungssimulator benutzen wollen, hilft Ihnen das gar nichts. Spice kann keine Zustandsmodelle simulieren. Das heißt, es ist gut für MATLAB eher, auf der Ebene oder theoretisch. Der Riesenvorteil ist, Sie können sehr, sehr schnell allgemein die Kleinsignalsatzschaltbilder rauskriegen. Das ist der Riesenvorteil. Das heißt, systematisch, ohne viel überlegen, Sie müssen nicht irgendwie hier überlegen, Spannungsteiler an der Stelle oder gesteuerte Quellen, sondern Sie können es anhand der Gleichung einfach automatisch durchführen. Da gibt es ein Kochrezept, führen Sie das durch, kriegen Sie automatisch das DC-Modell und auf der anderen Seite das AC-Modell und das ist
dann trennbar, kann so in MATLAB reingenommen werden und Sie können an der Stelle dann automatisch Ihr System regeln, wie Sie wollen. Steht im Skript drin, falls Sie wollen, falls daran Interesse besteht, reicht die Vorlesungszeit nicht, machen wir es nicht in der Vorlesung, kann ich ein Video aufnehmen, auch nochmal, um das, falls Sie meinen, dass es besser erklärt, ansonsten